einfach einen Beach. Einen Beach. Und der geht jetzt ins Wasser. Oh mein Gott. Wow. 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 Du sahst nicht so begeistert aus. Es fühlt sich echt weird an. Das glaube ich. Davor habe ich Angst. Vor Algen. Warum ist es so arsch? Yay. Wir sind jetzt in der Hängematte. Ich mache mir jetzt Essen hier an so einem, mitten am Strand, an so einem Tisch. Und wir mussten gerade die Gaskartusche wechseln, aber es hat funktioniert. Yay. Die geht in 1,5 Stunden los und ich habe ja ungefähr seit 36 Stunden nicht mehr geschlafen. Und es wird echt anstrengend nach einer Zeit. Und ich weiß ja, wenn ich jetzt noch mal so ein Nap mache, dann stehe ich halt nicht mehr auf. Deswegen lasse ich es. Und ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Und ich zeige ja noch mal ein paar Eindrücke. Ich hätte einen Dana gebüttelt. So, kleines Vlogging-Update. Ich bin jetzt fertig gemacht, wenn man das so sagen kann. Und wir haben jetzt 17.30 Uhr und gehen bald. Nein! Was war das? Mein Haargummi. Oh, auf jeden Fall, dann gehen wir hoch. Hoch? Ja, doch. Und wir sind mit am vordersten, sag ich mal so, Warte, im Camp. Also am nächsten am Festivalgelände von eigentlich allen Leuten, die hier zelten. Ich kann das eigentlich auch mal probieren, hier einzublenden, in der Hoffnung, dass man das erkennt, wo wir sind. Oh mein Gott, das kocht gerade schon voll. Ah, ich will doch gar nicht so viel Flamme. Ja, wir machen uns jetzt hier Ravioli. Ja, und da war gerade eben noch Sonne, die ist untergegangen und jetzt ist es voll kalt. Aber deswegen mache ich das Ravioli. Das Camping-Eingang. Oh, das sieht gerade so schön aus. Es kommt gar nicht richtig rüber, leider. Mit dem Sonnen. Ja, da hinten ist unser Zeltplatz. Und wir laufen jetzt zum anderen. So, hier ist jetzt unser Zeltplatz. Wir sind gerade von da gekommen, vom anderen Zeltplatz. Ich finde den halt richtig schön. Ich habe unseren Camping noch gar nicht gezeigt. Hier sind ganz nebenbei diese Festi-Tent-Tippies. Die finde ich ja richtig süß. Ja, und da haben wir noch so ein Wegweiserschild für die Infos. Wie man sieht, sind wir hier auf dem zentralen Weg. Und dann geht es hier noch ganz lang weiter. Hier zum Zeltplatz. Und hier steht unser Zelt.
das hier. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann man das sehr gut erkennen. Also das ist hier so, geht das um den See. Hier ist der See, da hinten zelten auch noch Leute. Hier. Und da geht's rum und da hinten ist das Festival. Hier sieht man zum Beispiel eine Bühne. Also wir sind sozusagen die sechsterste Zelt am Festival. Also da geht's zum Festival. Wir haben einfach nur Sauglück gehabt, wirklich. Ja, von hier sieht man den Campingplatz noch ein bisschen besser. Und da ist auch das Dominator-Zeichen. Hier. Ja, also hier ist auch der Festival-Eingang, wie man gesehen hat. Da sind noch so ein paar Stände und Spinde. Da ist ein wildes Sebastian. Nein, ich habe nur auf so diese Leute gemacht. Achso, ja. Das musst du so reinschneiden, als würde ich einfach durchlaufen. Achso, ich kenne dich gar nicht. Ja. Ah, ja. Achso. Nein. Voll schön. Und die da hinten, die sorgen für die romantische Stimmung. Die beachten die Feuerzeuge. Ich zeige jetzt mal die Karaoke-Bar. Das sind immer so viele Personen. Da hockt einfach einer in der Achterbahn. Wir zwei. Ich fühle mich gerade wie in so einem Sommercamp. So ganz so geil. Ist das nicht schön? Ich find's schön. Saftige Pommes. Keine trockenen, sondern saftige. Ist das nicht romantisch hier? Harmonisch. Was war das denn? So, hello, wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ich bin ungefähr seit einer Stunde wach. Ich habe sehr gut geschlafen, komischerweise, aber einfach nur, weil ich so übermüdet war, nachdem ich ja, ich glaube, am Ende knapp so 40 Stunden wach war. Dieser Mensch hier wird noch ein bisschen schlafen, weil er hat leider nicht so gut geschlafen. Und dann gucken wir mal, wenn wir aufs Gelände gehen. Also man kann ja zwischenzeitlich einfach jederzeit runter auf dem Zeltplatz, ist eigentlich echt ganz entspannt. So, hello, wir haben jetzt 11:40 Uhr und wir machen uns bald mal auf zum Festivalgelände. Ich habe was Neues gut mit. Ich habe so das Gefühl, der steht mir überhaupt nicht. Aber ich nehme ihn trotzdem mit, weil ich keinen Bock habe auf Sonnenbrand. Warte mal. Ich glaube, man kann den enger machen. Okay. Ich glaube, man sieht jetzt gerade keinen Unterschied, aber er passt mir jetzt auf jeden Fall. Das ist nämlich in so eine Schnur, die man enger machen kann, habe ich jetzt erst gesehen. Und wir werden nochmal das Timetable angucken, wer überhaupt wann auflegt, weil das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Und bin auf jeden Fall gespannt auf das Event und freue mich. Wir haben einfach Freikarten fürs Riesenrad gewonnen. Es gab verschiedene Möglichkeiten von drei Fahrgeschäften, aber wir haben das Riesenrad genommen. So, das war wie so eine Challenge, die man machen musste auf dem Zeltplatz. Und dafür hat man dann kostenlos ein Freiticket gekriegt für ein Fahrgeschäft. Sau die coole Idee. Die Touring Token aus, die sind rot und gold. Ja, wir haben gestern zwei Geschenke bekommen, das war echt lieb. Und ja, wir haben auch gespinnt. Zum Glück. Cool. Ein Desperados für die Ina. Wir sind jetzt hier in der ersten Stage. Da ist der See. Still broken again with Jesus. Come again. Back to the fucking point.
kommen. Ist das nicht süß? Ja. Thank you.
das Festival ist jetzt vorbei. Wir machen gerade alle noch Bilder. Wir machen gleich auch noch ein Bild. Und er hat einfach ein fucking Trikot gefunden. Also, ich weiß ja auch nicht. Das ist echt cool. Also, ja. Und danach gehen wir noch zur Afterparty. Hier liegt einfach, obwohl es ein Pfandsystem gibt, so viel Becher rum. Das wundert mich gerade ein bisschen. Hier liegen noch sehr viele Sachen auf dem Boden, die gerade zum Vorschein kommen. So Feuerzeuge und so ein Zeug. Mir fällt gerade auf, dass das Wort Feuerzeug eigentlich voll das lustige Wort ist. So Zeug, Feuerzeug. Hier ist die Mainstage. Hier ist der offizielle Ausgang. Hier. Und wir laufen jetzt erstmal über das ganze Gelände zu unserem Zeltplatz, obwohl hier schon alles zu hat. Das ist auch mal eine Erfahrung wert, wenn man hier zeltet. Und wir finden auch die ganze Zeit einfach voll viel Token. Und es ist halt praktisch, weil die Tagesbesucher, die juckt es jetzt nicht mehr, wenn die Token finden, ne? Und wir zelten aber und wir können die Token auch noch zurückgeben. Und deswegen sammeln wir jetzt einfach alle Token auf, weil wir benutzen die halt hoffentlich noch. Und ich hoffe, das funktioniert. So, hier ist das leere Dominator-Gelände. Da hier hinten ist noch eine Stage. Hier. Wenn man sie erkennt, ist es voll hell. So, hier ist eine von den verlassenen Stages. Und ja, jetzt sind also sozusagen nur die Cabin-Besucher hier. Hier ist es halt ein Disco, wie man sieht, hört man nichts. Aber alle sind am Feiern. Sau unterhaltsam, wir holen uns das auf. Wir gehen erst zum Spind und dann holen wir uns auch noch Kopfhörer. Die haben schon alle, sieht man, wie die leuchten. Und dann holen wir uns auch noch was. Und dann mal gucken, wie lustig das wird. Das ist schon witzig. Nächtle, wink mal. Hallo, wink mal. Hallo. Ich habe irgendwie gar keine Stimme mehr. Ja, wir gehen jetzt schlafen. So, Leute, wir sind jetzt am Auto. Voll verpackt, wie so ein Esel. Und ja, jetzt wird heimgefahren. Ciao. Yay.